Das Leben jüdischer Deutscher im Schatten des Nationalsozialismus. Einem Podcast mit diesem Thema leiht Schauspielerin Iris Berben gern ihre Stimme. Es sind Schicksale von Jüdinnen und Juden, die einfach aufgrund ihrer ganz besonderen Situation, die erzählt wird, und ihrer eigenen Geschichte, es ist eine ganze Welt, die sich da aufmacht, immer wieder neu. Und natürlich ist es reizvoll. Iris Berben engagiert sich seit Jahrzehnten gegen Antisemitismus, erhält 2002 dafür den Leo-Beck-Preis des Zentralrats der Juden in Deutschland. Daher kennt sie auch das Leo-Beck-Institut. Im New Yorker Hauptarchiv restaurieren und erforschen WissenschaftlerInnen Millionen von Dokumenten aus dem Leben deutschsprachiger Juden. 12 dieser Menschen porträtieren seit kurzem der Podcast und eine Ausstellung, zunächst auf Englisch. Diese englische Variante Exile hat bereits Preise gewonnen. Jetzt stellen das Leo-Beck-Institut und die Bundeszentrale für politische Bildung die deutsche Version vor. Miriam Bistrowitsch hat den Podcast mitentwickelt. Kilometerlange Archivdokumente, persönliche Biografien und alle davon haben persönliche Geschichten. Und diese Geschichten wollen erzählt werden, sie wollen gehört werden. Im Podcast geht es um Albert Einsteins Leben in Kaput oder den Verleger Hans Lachmann Mosse, Rudolf Mosses Schwiegersohn. Die Eröffnungsfolge jedoch stellt eine unbekannte Familie vor, die verteilt in Berlin und New York lebt. Das Doppelleben der Florence Mentheim. Jüdische Bibliothekarin bei Tag, Anti-Nazi-Spionin bei Nacht. Florence Mentheim war eine junge Frau, Mitte 30. Und jemand mit so einer Biografie entscheidet sich, als Spionin aufzutreten. Und geht dann alleine unter Decknamen in solche Veranstaltungen hinein, um sie herum der brüllende Mob. Und sie hatte den kühlen Kopf, das zu notieren und diese Berichte dann eben als Geheimberichte weiterzugeben. Eine Hauptquelle für die ForscherInnen, der Briefwechsel mit ihrer Lieblingstante in Berlin-Wilmersdorf. Hulda Krohner lebte hier in der Bamberger Straße 9 und schrieb ihr eigentlich fast wöchentlich Briefe. Teilweise an ihren Vater Max, aber teilweise eben auch direkt an Florence Mentheim, die sie immer als Liebflorchen bezeichnete. Florence Mentheim lässt sich sogar vom rechten Deutsch-Amerikanischen Bund als Sekretärin anwerben. Man hatte fast das Gefühl, sie muss irgendwo, ihren Teil dazu beitragen, dass wissend und sehend und erfahrend, was hier in Deutschland passiert ist. Und Amerika hatte ja natürlich auch Strukturen der Nazis, die dort waren. Und es war ihre Möglichkeit, Widerstand zu leisten. Die Arbeit am Podcast hat Iris Berben tief beeindruckt. Noch während des Einsprechens kommen Änderungswünsche. Sie müssten übrigens den Part von gestern noch mal neu ein paar Sätze sprechen. Wir haben eine ganz neue Information bekommen. Oder wir müssen da eine Zahl ändern. Das ist auch eine Arbeitsweise gewesen, die für mich extrem neu war und aufregend war. Tante Hulda Krohner und fast alle Berliner Mentheims schaffen es nicht mehr zu emigrieren. Die Nazis ermorden sie in verschiedenen Konzentrationslagern. Ihre New Yorker Nichte Florence hört 1938 auf zu spionieren. Sie wird 85 Jahre alt. Der Podcast über Florence Mentheim ist bereits jetzt zu hören. Jeden Donnerstag erscheint eine weitere Folge von Exil.